Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Kitsche. Wir sind auf den Spuren der Aschewitwe. Aber hier ist gerade eine Winwurz noch. Hm? Vielleicht sollten wir uns die erstmal holen. Die holen wir uns gleich mal. Im Prinzip. Geht schon. Lieben. Und schon ist sie geerntet. Hat gereicht. Wofür ist die gut? Einfach nur eine Zutat. Hm? Wir können ja mal gucken. Können, wozu eine Winwurz. Da unten ist sie. Unbekannt, ne? Die könntest du ja mal irgendwo bei Gelegenheit mal essen, oder? Aha, aua, Giftschaden. Du Armer. Gerade hast du was gegessen, jetzt bist du schon wieder krank. Wir haben keine mehr. Jetzt können wir gar nicht mehr. Wir hatten nur eine. Na gut, nächstes Mal. Wieso sollte man die nicht essen, die ist giftig. Naja, das wirst du wohl noch mal essen müssen. Naja, wenn man mal einen Punkt hat, dann kann man es ja schon mal mit anderen Sachen kombinieren. Und dann findet man auch mehr Eigenschaften raus, ohne die immer futtern zu müssen. Na gut. Das Wetter ist hier absolut abscheulich. Ja. Diese Halbinsel scheint wohl nur Regen zu kennen und sonst gar nichts. Es ist absolut ekelhaft. Du ja, sagst das ist irgendwie unwirtlich. Also hier würde ich keinen Urlaub verbringen wollen. Nee. Das empfiehlt sich nicht. Hallo, und du? Ich laufe hier so vor mich hin, denk an nichts Böses. Hm. Schon kommt hier so ein Heini. Schloss Goldfurt. Der Kampf von Lind. Kannst du vielleicht mal speichern, ne? Das scheint ja wohl der Ort zu sein. Ja. Und du bist immer noch nicht, bist du wieder irgendwie hier unvollständig. Ja. Da sind schon wieder ein paar Heinis. Ja, ich hab sie gesehen. Hoppum. Der nächste bitte. Schnell ist er nicht. So, das war das Empfangskomitee. Noch mehr? Kann hier noch mehrere geben. Das sind ja zwei Gebäude. Ja. Da ist sie ja schon. Das ist sie bestimmt, oder? Die schmeißt mit Steinen, das ist aber unfein. Okay. Bin doch gleich in die Deckung gegangen. Ja, ein bisschen Vorbereitung ist nicht verkehrt. Hier ein Götterschild. Also ich würde schon was essen. Das hält ja gut und lang. So, dann müssen wir ein bisschen Manna essen. Zwei Pelze dürften reichen. Weil ansonsten habe ich nämlich zu wenig für Winterhaut. Mhm. Und das kann ja auch nicht schaden. Ich verbrauche eine Menge Mana. Wir wissen aber gar nicht, wo die ist eigentlich. Oder? Da vorne flackert was. Ach so, das meinst du? Ich gehe davon aus und da sind ja die Steine hergekommen. Ja. So, wo ist meine Spinne? Die ist auf der 5, glaube ich. Ja, die Sternlingsattrappe. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Und dann probieren wir es mal, ob es so geht. Keine Ahnung. Ja. Die arme Frau eigentlich.
traurige Geschichte. Da kann man sie ja alle hören. Das war ja einfacher wie gedacht. Naja, ja, man dank sollte der Spinne. Sich immer gut vorbereiten. Ja. Das hast du ja auch gemacht. Ja, gute wir ja auch Vorbereitung schon ist nicht Leben verkehrt. Her. Tja. Hä? Kannst du jetzt mitnehmen? Ich nehme die durchsuchen. Jetzt mit. Durchsuchen wolltest du die eigentlich? Die brennt. Ja. Du trägst sie jetzt mit dir rum. Geht das mit dem eh nicht? Im Augenblick ist es komisch. Du kannst nur deinen Pfeil mitnehmen. Das war alles. Ist mehr alles. Die ist ja leer. Nix. Ja. Absolut. Aber vielleicht nix. Ist sie jetzt erlöst. Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, Distel. Der Brunnen ist auch. Ah. Besser nicht reinspringen, kommt man nicht mehr raus. Tja, kann man hier reingehen in dieses Gebäude? Es sind ja eigentlich mehrere Gebäude, wie du sagtest. Ja, hier sind stimmt einige ja Gebäude. Mhm. Oh, aha. Allein, das ist schon mal was Schönes. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Aha. Aber kein verdächtiger Erdhaufen. Nee, da wäre ja auch ein Kreuz drauf. So ein Piratenschatzkreuz. Oh, hier hat jemand fleißig geübt. Ja. Aha, in dieses Gebäude kommt man wohl nur von draußen rein. Ja, von wo sonst? Naja, hätte ja sein können, dass man von hier vom Hof aus reinkommt. So, ach so, du meinst von außerhalb, also ja, von außen, also von der anderen Seite, so, außerhalb des Hofs. Das also da du hier die Schwierigkeitsgrade immer mit dem Gebiet verbunden sind, nehme ich an. Dass es nicht so schwer ist, oder? Ist das Anfangsgebiet. Ja, das hätten wir uns ruhig zumuten können. Ja, obwohl die Aschewitwe vielleicht, keine Ahnung, wie gewesen wäre. Na, die Aschewitwe nicht. Die ist schon. Da hättest du auf jeden Fall das Schloss knacken müssen. Und das ist allein schon, braucht ihr schon ein bisschen können. Irgendwie sieht es ja hübsch aus, oder? Trotz dieser Verlorenheit. Ja, hier sieht es richtig hübsch aus. Aber außer den Verlorenen, ich kann gut stottern, ist hier wohl nichts mehr los, hä? Nee, aber da könnte man, warum haben wir denn nicht so ein tolles Haus gekriegt? Das wäre das Richtige gewesen für uns, richtig? Ja, das wäre also doch also ich meine was. Natürlich nicht für uns, sondern für den unseren Pepe. Hier ist zu. Ja, da tappert was. Vielleicht ist der Butler. Meinst du, der ist immer noch im Dienst? Wer weiß. Als Verlorener wahrscheinlich. Aber es ist deutlich zu hören, dass hier was tappert. Das kann aber auch da hinten drin sein. Also inzwischen müssen ja seine Knochen auch schon ein bisschen klappern. Nichts. Aha. Ah, hier geht's hoch. Hoch? Nö. Naja, hier ein paar Stufen. Achso, du meinst jetzt, ja. Hier zu dem Bild, weil das wollte ich mir eigentlich angucken, aber so viel erkennbar ist da nicht. Nö. Vielleicht, wenn du reingehst und hast noch nicht die Legenden gelesen, dass sie da einen Hinweis drauf geben wollen, auf das Feuer. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Witwe taucht ja nicht auf, wenn du nicht die Klaue hast. Das ist richtig. Nö. Ohne Klaue kann man die nicht holen. Genau. Aha. Meine Eishaut ist entschwunden. Tja,
Es wären, oh, sieht ja richtig gediegen aus. Es wären nur die hier, die sehen nicht so ganz gerade noch hier aus. Gewesen. Und wer hat sich denn um die Pflanzen gekümmert? Vielleicht die Verlorenen. Meinst du? Oder sind die weg und jetzt verkümmern die Pflanzen? Sieht toll aus, wirklich. Ja. Meinst du, wenn man die Leichen wegschafft und so? Oh, benötigt einen Schlüssel. Tja. Kommt man da später nochmal rein? Oder? Wo ist denn der Schlüssel? Also sie hatte ja nur nichts, die Frau. Oder hätte man da gucken müssen an der Stelle, ob da was verborgen lag? Oder? Nö, das glaube ich nicht. Und Becher? Ich will keine Becher, ich will mir die Bücher angucken. Geht nicht. Aha. Schön, wirklich schön. Ja, doch. Das, die Hütte könnte mir gefallen. Mir auch. Da sind wir hergekommen. Das endet vermutlich auch da hinten an der Wand. Die können uns aber auch wieder gar nichts, ja? Na. Ah, oh ja. Also gar nichts stimmt also dann nicht mehr. Nee, nicht mehr. Gut, gehen wir. Aber jetzt ist hier wieder Schluss. Also ich muss sagen, aber in Skyrim hat es mir wirklich gefallen mit den Gewächshäusern. Das war schön. Ja. Ne? Fand ich. Ja, mit den Bienen und das Schmetterlingen. Das Licht da auch rein viel und so. Glühwürmchen. Und dann die Pflanzen immer mal wieder ernten und so. Doch, das war hübsch. Mhm. Hier tapst was. Da ist er auch. Der hat so komische Augen, du guck mal. Die sehen so blau aus, die leuchten so. Na los jetzt. Gehst du jetzt Taschen wieder mehr irgendwo hin? Wie soll ich dich denn hier um die Ecke treffen? Ja. Na dann. Ey, zack. Tschüss. So. Oh, tschüss, ja. Aha. Hier ist das Atelier. Hier wird fleißig gemalt. Wurde, ja. Jetzt wohl nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er der Maler war, der hier gerade eben. Wie ein Maler hat er nicht gerade ausgesehen. Von so und so vielen Male getötet wurde. Bei denen wurde. Weiß man ja nie so genau. Mhm. Aha. Bestimmt auch wieder verschlossen. Ja. Dachte ich mir doch. Burgfried. In der Richtung ist Burgfried und da ist alles zu. Gibt es überhaupt einen Schlüssel dazu? Du hast doch schon mal gespielt. Warst du da mal drin? Im Burgfried? Soll ich das jetzt wirklich spoilern? Nein, das solltest du nicht. Doch. Was heißt doch? Ich spoil es einfach. Vielleicht doch nicht so gut. Ich meine, ich gucke ja nicht zu. Ich will es ja nicht richtig hübsch gespoilert haben. Aber ich werde es gleich spoilern. Schlimmer. Machen wir ja sowieso die ganze Zeit, wenn wir spielen. Jedes Let's Play ist letztendlich ja ein Spoiler, nicht wahr? Ja. Und jeder, der sich's anguckt, weiß ja auch, dass es jeder, sich darauf einlässt. Jeder, der es nicht sehen will, wie irgendwas ist, der darf sich ja kein Let's Play angucken. Für uns sind Let's Play. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Ja. Wir gucken mal allen Leuten rein in die Let's Plays, weil wir uns überlegen, welches Spiel wir spielen wollen. Und dann gucken wir mal rein, wie sind denn die Spiele? Und, ne? Ja. So, was wolltest du gerade sagen, als ich dich unterbrach? Och, nur dass diese Witwe hier immer und ewig jetzt weiter brennt. Ja? Naja, ich. Kann man die nicht löschen? Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe,
dass ich eine ganze Weile später mal wiedergekommen bin und daher lag sie immer noch da und hat gebrannt. Feier, ich dachte, die wäre jetzt erlöst. Tja. Die Ärmste wird wohl nie erlöst, hä? Ah ja, vielleicht ist das nur die Hülle. Sie ist schon lange weg. Durchsuchen fast war da übrigens. Fässchen durchsuchen. Ich weiß ja nicht, was drin ist, aber man kann ja mal gucken. Ja, na, siehst du, zwei Groschen. Ja, ja, also die Schätze hier, die sind alle auf diesem Niveau, falls überhaupt wo irgendwo was drin ist. Wo knatscht da? Knatsch. Hier ist der Weinkeller, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Hm. Nö. Ah. Aha. Ist das eine Falle? Das ist garantiert eine Falle. So eine ja! Die sind immer gut, die tun so richtig schön weh. Ja, das stimmt. Da ist er. Von Knatsch, da an zwei Knatschis. Ging es bergab. Na komm. Komm her. Kann ich dich besser treffen? Na. So Mann, viel Staub liegt in der Luft. Staubflocken kann ja man ja gar nichts erkennen. Gut, kenn das. Auch. Es hat auf jeden Fall ein paar Tränke, gibt's schon, ne? Ist ja auch nicht so schlecht. Ja. Oh, sogar Standard. Ja. Wow. Das meiste hier ist ja ziemlich ranzig. Ja. Oh ja. Ja, das so ist nur 91 viel Pfeile. Haben wir nicht mehr. Ja, das geht schnell. Halt. Meinst du, ich sollte das mitnehmen? Ja. 24 haben wir schon. Sag mal, du hast gesagt, dass das eine gepatcht wäre, dieser komische Felsbrocken, auf dem dieses Symbol da irgendwo, an dem es hing, ja. Aber für uns ist das ja nicht... Keine Ahnung, wir waren ja nicht oder mehr da. Oder sollte da gepatcht werden. Wir können also dann mal irgendwann hingucken, ob wir auch davon profitieren können oder ob... Wir werden mal vorbeigucken müssen, ja. Mal sehen, ob es auch für uns zutrifft. Nö. Ach so, ja, das war doch die mit den Stahlhandschuhen. Ja, ja, ja. So, das hatten wir schon. Gut, dann gehen wir oben wieder weiter. Vorsicht. Ja, ja, genau. Da ist. Das sieht aus wie eine Ding, wie eine Bodenplatte. Ist nee, aber ist nichts. Aber nicht. Da bin ich auch schon ein paar Mal drauf reingefallen, auf diese Dinger. Kistendeckel. Da unten. Hallo. Hallo, ihr Kleinen. Ihr seid ja so schlank. Ob ich da runterschießen kann? Da können Sie mal probieren. Nee, nee, der war nicht fest genug. Ja? Nee, 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 nee. Vielleicht kommt der jetzt hoch. Ha! Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es war ein anderer. Es war ein gerüsteter. Ja, guck her. Oh je. Der war gerüstet und der hier? Ist nicht gerüstet. Der nicht, nein. Den haben wir jetzt abgerüstet. Na, angucken kannst du ja trotzdem mal. Ich wollte mir immer schon mal so einen gerüsteten angucken. Ich kannte den ja noch nicht. Also, das ist ein Fleischloser. Ja, klar. Der Knochen. Womit ist das der ist denn ein gerüstet, gerüsteter? Der Gerüstete? Ah, okay, brauchen wir der nicht. Der hat nichts außer seiner Axt. Mhm. Der hat auch nichts. Und auch keinen Bogen von dir. Ist nicht in Ordnung. Ja, die haben wenigstens ein bisschen Knochenmehl dabei. Ah. Na gut.
Aha. Ein Bestandsbuch. Register für Lieferungen. Aha, 3 Tonnen Fisch. 4 Hühner. 5 Räder Käse. 2 Fässer Wein. Rechnung bezahlt. Kranke? Aha. Aha. So. Naja. Das war's. Diese Gräfin Dahl-Goldfurt, ist es eine Nachkommin von der Aschewitwe? Ich habe keine Ahnung. Oder eine Angeheiratete? Ah. Mhm. Hm? Du sollst mal was essen. Meinst du, ich sollte was essen? Ja. Na gut. Was haben wir denn? Ach, wir haben ja Auswahl ohne Ende. Ach, so ein bisschen Käse, so eine Kleinigkeit. Jetzt habe ich mich aber verlaufen. Naja, aber hier war sowieso nichts mehr hier. Ich denke, da bist du schon durch. Naja, wir gehen hier mal gucken. Ja gut. Da geht es auch noch. Also Richtung Norden und dann rechtslich. Hier noch nicht. Und hier ist auch nichts. Nur leere Säcke. Na ja, das war es eigentlich da. Ja. Da hinten jetzt hoch. Mal gucken. Aha. Ja, immer auf Fallen achten. Genau. Da. Da war ich doch schon. Genau. Ging's hier noch weiter? Ja, da geht's ja noch weiter. Ja. Aber hier war ich doch auch schon. Du hast doch abgemurkst. Da war ich Wir doch Wir waren schon. Doch schon da. Das war alles. Was Mehr war da links? Nicht. Mm-mm. Das machst du nochmal an der Scheißfalle. Da ist doch nix. Oder? Nee. Nee, du hast ja nicht alles rausgenommen. Das ist doch diese blöde ja, Truhe mit diesen blöden Stahlhandschuhen. Stahlhandschuhen. Die haben wir schon das dritte oder vierte Mal jetzt angeguckt. Das reicht sauer. Irgendwo ging es doch da raus. Ach, hier ist die Treppe. Ich sollte mal wieder meine Fackel benutzen. Denk an die Falle. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Reicht's aber dann. Obwohl sie dir wahrscheinlich auch nichts tun kann, eigentlich. Nicht mehr, wenn du von der anderen Seite kommst. Hoffe ja, ich. Manchmal erwischen sie einen genau. von beiden Seiten. Na gut, hier waren wir auf jeden Fall. Ja. Daran kann ich mich gut erinnern. Hier geht's raus. Aber ja. irgendwo habe ich einen Weg übersehen. Ach. Da ist ein Weg. Und da kommt man von hinten an die Tür und kann die von hinten aufmachen. Ach so, aber da ist auch nichts Besonderes drin, oder wie? Nee, das Ganze ist wie gehabt. Ja, na gut. Ich würde sagen, da machen wir jetzt ich hier Ich glaube nicht, dass nicht wir weiter. Hier noch groß weitermachen nee. Und Aber wir können mal die Sache angehen. Das sind zwar 4 Sterne. Nee, oder wollten wir nicht im Hauptquest weitermachen? Ich dachte, wir könnten mal wieder ein bisschen im Hauptquest weitermachen, sagen, bevor wir wieder paar andere dazwischen nehmen. Gut, dann machen wir das doch. Okay. Eins, ich wollte hier noch mal gucken, was das mit dem anderen Gebäude hier so auf sich hat. Wo war denn hier der Haupteingang? Das Tor da, dieses Tor-Dings der Monster? Ja, der war hier vorne, glaube ich, ja. Da hinten ist. Da ist der Hauptgang. Das meinte ich nämlich. Das habe ich gemeint. Ja, das war ja das, wo wir hier
jetzt drin waren anfangs, naja, wahrscheinlich ist das andere Gebäude da hinten auch nichts anderes. Ne? Ja, das denke ich auch. Also wir werden hier bestimmt nicht jeden einzelnen Ort angucken. Oder wenn... Pepe wird sich sicherlich ganz egal. Viele angucken, aber ob wir die alle onscreen machen, das ist noch... Wenn die sehr langweilig sind, ist es noch... Ja. Oder natürlich könnte er natürlich sagen, das ist langweilig. Ne? Das bestimmt ja, das hat man in der Unterstadt. Da waren ja auch zwei Ecken da. Konnte man zwar einiges finden, aber ansonsten war so gut wie nichts los. Ja. Okay. Gut. Waffe weg. Ja. Und eine... Ja, wo müssen wir überhaupt hin? Ja, genau. Guck doch erst mal. Also wirklich. Ja, okay. Das, also das haben wir soweit erstmal. Ja, wir müssen mit dem Erzmagister im Keller des Chronikums sprechen. Ja, da müssen dann wir dahin. Wir hin. Da müssen wir auch nach Arktis, das sind nur zwei Sterne. Also, dann wird es aber Zeit. Wir müssen jetzt erstmal da hinkommen, auch auf die drei Sterne wenigstens. Ne? In der, im Hauptquest. Ja, okay. Hier mit den Rollen, Sonnentempel haben wir ja noch drei. Und auf geht's. Ja. Ich bewege mich gar nicht in schwerer Rüstung. Naja, als ich Kämpfer? Ich trage nämlich nur leichte. Als Krieger oder so? Also meine Kämpfer seid ihr ja alle, aber ja, als echte Krieger. Krieger, klar. Ja, na, ich habe ja auch in Skyrim habe ich ja auch in schwerer Rüstung. Ja, da gab es die Möglichkeit, dass man die schwere Rüstung leicht macht. So. Also ich meine, durch seine... die Eigenschaften, die man sich dann irgendwie nach und nach erwirbt. Ach, guck mal, Bata. Ihr habt es also doch geschafft, Wunderkind. Mein Glückwunsch dazu. Auch wenn euch keine leichte Zeit erwartet. Ja. Ich bin kein Wunderkind. Kannst du dir das mal abgewöhnen? Ja, was ist das? Sollte ich? Ich kenne euch nicht. Anders als Sakharesh. Ihr seid begabt, ja. Und vielleicht ist ja an diesem ganzen Gequatsche von Boten und Propheten was dran. Aber unsere Kultur, der Orden, euch wird das auf immer fremd bleiben, egal welches Wappen ihr auf eurer Rüstung tragt. Ja, das stimmt ja, wahrscheinlich. Mhm. Das stimmt. Du kannst auch mal fragen. Das kann man wohl sagen. Natara Tealo und ich haben unser Noviziat gemeinsam abgelegt. Aha. So aha. Ihr lasst das klingen, als wären wir irgendein Söldnerverbund. Im Orden beginnt man nicht, man wird für ihn auserkoren. Aranteal kommt aus einem Adelsgeschlecht, das älter ist als die Steine dieses Tempels hier. Genau wie die Batars. Aha. Wir sind als Erhabene geboren. Und Hüter zu werden war für uns nie eine Wahl. Mhm. Mistletter. Ah, interessant. Das ist eine andere Geschichte. Das war aber sehr aufschlussreich. Ja, na gut. Okay. Könnt ihr vielleicht anders mal fragen, ob er in dem großen Krieg gekämpft hat, zusammen mit Aranteal, und zwar gegen den Sohn von Aranteal. Ihr habt es also doch geschafft, Wunderkind. Ah. Wäre auch ganz interessant, mal zu erfahren. Ne? Ja. So, der soll sich im Keller irgendwo rumtreiben. Nun ja. Bruder, schreite wohl. Wie geht es voran? Ach, zum Gruß. Es geht. Diese Maschine ist wirklich... Oh, das sieht eher ebenerdig aus hier. Wie meinst du das? Naja, allein das Metall. Es scheint eine Art Verbindung aber er hat, guck mal, ein anderer Raum oder irgendwas anderes. Guck, genau. Aha. Ne? Ja. Anderes Gebiet auf jeden Fall. Wenn dieses Kästchen da ist. So. Ja. Jetzt sind wir im Richtigen, würde ich sagen. Weil jetzt fehlt das Kästchen. Ja. Hallo, Liam. Ja. Ach, der spricht nicht. Na gut, der sagt nur ja. Wegelosigkeit, wohin man schaut. Wohin soll das noch führen? Da ist eine Tür oder sowas, oder?
Oder auf jeden Fall ist er da. Oder er steht da. Und was ist daran nun so spektakulär? Für mich sieht unser Freund hier aus wie jede x-beliebige Gruftleiche auch. Ist er aber nicht. Seht ihr die Markierung auf seiner Stirn? Das ist das Symbol der Ishyan, einer der beiden Priesterkasten, die über das Pyräische Reich herrschten wie die Lichtgeborenen über Vin. Er war kein Hohepriester, aber auch kein Akolyt mehr. Wir müssen hoffen, dass er an der Fertigung dieses Siegelsteins beteiligt war. Hoffen kann nicht schaden. Ah, gut. Dann machen wir jetzt Schluss, bevor du ansprichst. Okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.